Ich möchte jetzt nicht über den Berg da laufen. Das kostet so viel Energie. Nee, es geht. Und ist nicht gut für... Ja, ich muss ja hoch. Du bist ja oben drauf. Ich muss ja auch erst hochlaufen. Ja. Du wieder. Ich wollte den kürzeren Weg nehmen. Ich bin penibel. Und gleich geht's steil. Oh, da sehe ich ein Vieh. Da sehe ich einen Wolf. Ach du Scheiße. Ich komme zu dir. Genau um meine Laufrichtung. Ich bring ihn mit, ach, denn, ne? Ja. Und, nee, hier unten ist nicht unser Haus. Nee, nee. Das geht aber fast in die Richtung. Ah, ich seh, ja, das ist gar nicht mal weit weg von unser Haus. Bin ich zufrieden mit. Geh schnell unten an die Kiste, entleere mich und dann glaube ich. Wir haben eine Toilette. Ist überbewertet. Geht der Kack deine Truhe. Entschuldigung, muss mal sein. Gar nicht. Wenn wir sonst den Tag durchstehen. Weiß ich nicht. Oh, Thunfisch. Schöner Thunfisch. Also wenn der Hintergrund jetzt zu leise ist, ist das Pech. Mir war das vorhin zu laut, deswegen habe ich das jetzt anders eingestellt als vorher. Na, ist doch noch weiter weg von unserem Haus, ne? Ja, ich finde das gar nicht mal so weit weg. Aber läufst du noch dahin? Dann würde ich mich schnell entleeren. Nö, ich bin ja noch nicht beim Haus. Ach, wir haben ja eh so ein Signal. Können wir eigentlich ignorieren? Nein, ich bin ja fast da. Jetzt bin ich ja gleich beim Haus und dann ist es... Ich habe auch noch ein bisschen Platz. Aha. Hast du die... Ne, du kannst ja auf die Karte nicht gucken. Du hast ja keine zwei Monitore. Ich sehe die Karte. Ich kann da zwitschen. Das ist nicht das Problem. Da hinten. Blümchen. Ja, da zwischen den Bäumen kaum noch zu sehen. Der ist gleich unten, ne? Aber hier hatte ich kein Bär erwischt. Also hier bist du noch nicht gestorben in dem Bereich. Nee, aber heute da, jedenfalls ich nicht. Laufe, war ein Bär vorhin. Aber hier scheint ja gerade nichts mehr zu sein. Da am Baum. Hier ist auch eine schöne Wiese. Ja, das andere haben wir nur genommen, weil das Wasser in der Nähe war. Aber das nützt ja nichts, wenn man nicht mehr daraus so trinken kann. Ne? Dann ist es auch egal. Dann brauchen wir nur Trinkwasser irgendwo. Ich fand die Stelle dort eigentlich schon ganz gut. Ja. Naja, ja, wie gesagt, damals war das mehr, oder damals, wo wir das erste Mal hier auf der Insel waren, mehr zweckdienlich, ne? Mhm. Ah, hier sind auch Pilze. Ja, ich tut mir leid, das ist jetzt nicht so interessant, das hin und her hingerenne, aber das ist eben nun mal so. Kannst ja wie der Gronkh da Vorspulen machen und dahinter, wie, wo er Batman doch Let's Played hat, diese Musik hinterlegen. Das wäre witzig. Ja, dann kriegen wir einen Urheberrechtsverstoß. Das ist ja immer so. Mit dieses Video ist für einige Länder gesperrt. Als erstes steht Deutschland. Ja. Jetzt kriege ich ab und zu mal Nachrichten von alten Videos, dass sie für die Monetarisierung nicht geeignet sind. Die Werbepartner wünschen sowas nicht. Ich glaube, da war auch ein Rastvideo bei. Okay. Und jetzt wegen die Musik. Nö, wegen Sound dem Inhalt des Werbe, des Videos. Zu gewalttätig. Oder was weiß ich. Sexistisch. Natürlich. Und Outlast aber ist es nicht. Nö. Total bescheuert. Das ist ja das, was sie kritisiert haben, was YouTube vorhat, ne? Das ist albern. Graben. Sie wollen dann wahrscheinlich damit darauf hinlenken, dass die Leute Videos veröffentlichen, wo sie der maximal Werbepartner für finden. Ja, das wird aber auf Dauer nicht funktionieren, weil die Plattform hat bisher von der Kreativität der Leute gelebt. Ich meine, wir sind jetzt nicht besonders kreativ, das gebe ich unumwunden zu. Andere sind da viel kreativer, aber wenn man nicht mehr machen darf, was man möchte, dann leidet die Kreativität drunter. Das ist nun mal so. Mhm. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn irgendwann die Einnahmen nicht mehr so fließen. Ich habe den AirPod verloren. Ich auch. Ich nehme den hier.
Achso. Ja, da hatte ich nicht geguckt. Warte, ich guck auch erst nur rein. Wir haben ein Steinding, den nehme ich schon mal raus, ne? Das ist doch ein Steinding, ne? Ein Steinbruch. Und eine Jacke. Ja. Und die Falle. Oh, ich bin voll. Und das kannst du noch eins mitnehmen hier, die Fallen? Warte, ich werf was weg. Wasserflasche, brauchen wir die? Nee. Ach, ich kann nur eine Falle mitnehmen. Ich mach das anders. Ich habe die Wasserflaschen reingepackt. So, egal. Das andere Zeug ist wichtiger. Wir haben einen Steinbruch, aber da brauchen wir natürlich dann ordentlich Sprit. Der fehlt uns dann noch, ne? Mhm. Dann lass uns mal nach Hause. Truhen bauen. Ich nehme jetzt noch mit, was ich nehmen kann. Stein nicht. Metallerz. Nee, kann ich nicht mitnehmen. Kann ich denn irgendwas entbehren? Ja, ich kann das essen. Wo ist denn jetzt mein Erz? Mein Herz. Mein Herz ist weg. Das ist langweilige Musik, die ihr hier gerade macht. Achso, es hat sich gefangen. Ist das Metallerz? Warum? Habe ich schon wieder Samen hier. So viel Hanf und ich kann es nicht mitnehmen. Holz kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Ja, ich versuche noch ein bisschen Metallerz und... Ah, das kann ich noch irgendwas anderes entbehren? Das kann ich anziehen? Die guten Sachen. Stein muss ja nicht unbedingt sein. Jetzt habe ich aus Versehen die Loot-Taste gedrückt. Aber Hanf würde ich auch gern mitnehmen und Metallerz und... Ja. Ich hätte die Fackel auch wegwerfen können. Hanfsamen. Gut. Ich sehe mich gar nicht mehr auf der Karte. Müsste scrollen. Ah, ich werde schon noch rausfinden. Ich sehe auch dich nicht mehr auf der Karte. Okay. Ja, ich müsste runter scrollen. Ich müsste aus dem Bild tappen. Wer will das schon? Fast da. Ja? Gut. Noch gefühlte 10 Kilometer. Ja, das geht hier lang. Das kriegen wir schon hin. Wir sind auch schon wieder fast eine Stunde zusammen auf dem Server. Mhm. Das ist gut. Jetzt müssen Bär kommen. Das wäre nicht gut. Aber wir haben keine Metallrohre, ne? Wir müssen dann mal ein bisschen bei uns rumbauen. Wir müssen sowieso jetzt Truhen machen und so einen Quark. Und würde ich sagen, und dann können wir doch mal bei uns rumgucken, ob wir noch Metallrohre in den Lootkram finden, der bei uns spawnt. Mhm. Dass wir uns beide mal ordentliche Waffen bauen können. Home sweet home. Ich sehe. Und dann die Hochgeschwindigkeitsmunition gar nicht erst mit der anderen rumverplempern. Mhm. Wir müssen aufrüsten. Also, was ich mitnehmen kann, nehme ich noch mit, ne? Ja, mach das. Deswegen ruhig. Dauert das so ein bisschen, bis ich nach Hause komme. Du mit deinem spitzen Dach, habe ich überlegt. Kann das sein, dass du vielleicht noch hättest also eine Vierer-Grundform hättest machen müssen, damit das so spitz hochgeht? Nein, es hätte auch anders gehen können. Ach so. Das Dach halt nicht so groß ist, sondern die Hälfte ist. Das geht auch, aber ich habe das nicht so hingekriegt wie andere. Naja. Ist auch nicht so tragisch. Man könnte das da oben natürlich für was nutzen, zum Beispiel als Aussichtsplattform. Wenn man da noch eine Luke reinbaut. Es müsste aber eigentlich gehen. Ja, solange ich das noch alles mitnehmen kann und das nicht an der Seite rausfällt. Oh, ich hänge. Ich habe mir so kleinen Hakler hier immer zwischendurch. Oh, hier ist eine Kiste. Ich gucke wenigstens mal rein. Ich lasse sie liegen. Obwohl, den Riegel könnte ich doch essen. So, jetzt bin ich satt. Aber wie? Aber sowas von. Muss es doch irgendwo zu unserem Haus gehen. Was ist das da? Ach, das ist nur was anderes. Da sehe ich es schon. So, dann packe ich erstmal das Erz in den Ofen alles. Oh. Oh, nichts passiert. Ja, das wird jetzt ein bisschen problematisch. Deswegen. Weil wir oben nicht genug Truhen haben.
Ja, das wird jetzt das erste, nächste sein. Wir bauen Drohnen. Das kann da rein. Das kann da rein. So. Das Metall nehme ich raus. Habe ich Holz? Da. Ich habe einen Stack Holz. Dann gucke ich mal. Truhe. Ich baue gerade welche. Ich kann 4 Stück bauen. Soll ich das machen? Das schadet ja nicht, ne? Wir kriegen ja oben schon einen Teil. Wir können auch für uns noch welche reinstellen. Mach einfach. Ja, denke ich mal auch. Das dürfte in Ordnung sein. Denn wir müssen ja den ganzen Krimskrams irgendwo lassen. Ja, ist denn hier hinten noch ein bisschen Platz, dass ich da noch erstmal was reinlegen kann? Weil ein bisschen Platz brauche ich auch für die Truhen. Nein, nicht. Doch, ich kann die Zahnräder hier reinlegen. Ich kann die Klingen hier reinlegen. Ich kann das da reinlegen. Seil kann auch rein. Plane kann rein. Es kann noch rein. Was ist hier noch drin? Sonst ist nichts weiter. Okay. Oh, mir ist das Holz ausgegangen. So, wo bist du gestorben? Da oben. Ich würde gerne eine Bärenfalle legen. Einfach mal so. Ich stehe jetzt dafür. Ich leg die mal hier bei uns, so. Ein bisschen aufpassen bei den Kürbissen hier auf der anderen Uferseite, ne? Ja, die würde eh bestimmt sichtbar sein. Ja. Die Sprengfallen nicht, die heben wir auf. Mhm. Ah, ich habe schon eine Truhe fertig. Leg die mir mal hier rein in den Slot. Dann komme ich mal hoch. Das Hanfzeug, der kann auch geerntet werden, ne? Mhm. Soll ich das mal machen? Ach, ruhig. Wir brauchen ja noch Teppiche und sowas alles. Ich habe bloß jetzt keine Samen gekriegt, aber das ist nicht so schlimm. Wir hatten ja noch welche. So. Ich habe dich essen hören. Ach, was will ich denn hier? Hä? Ey! Ja, Moment. Ja, ich hab grad ich bin ausgesperrt. Ah, ja. ein Deckenloch. Drohnen gestellt. Oh. Komm nicht hoch. Hier liegt Maissaat. Ich liebe Mais. Hier ist Kleidung. Ich stelle gleich noch eine Truhe daneben, wenn du nichts dagegen hast. Ja, aber schön, Krone. Ja, und ganz dicht dran. Ich mach doch Licht. So. Huch, doch doppelt Licht. Ich hab noch eine Truhe. Ja, die kannst gleich hier neben ballern. Auf der Seite, ne? Mhm. Die ist aber verkehrt rum. So. Und da, wo die Feuer sind, könnte ja auch. Oh, jetzt ist sie verkehrt rum. Ah, geht die trotzdem auf? Ja. Die ist im letzten Moment. Ich hatte sie richtig rumgedreht, aber dann habe ich nicht mehr drauf geachtet. Hast du noch eine? Nee, ist noch im Bau. Also, kannst du gucken, ob du die hier reinkriegst. Ja, das hatte ich sowieso vor. Da. Ja. Nee, da geht nicht. Sag mal, der zeigt mir das Ding vorne an und dann, wenn ich sie hinstelle, dreht er es weg, oder was? So, jetzt habe ich auf den Tisch geklopft, vor Wut. Wo wollen wir die Waffenteile reintun? Oh, die schießt. Brechheit. Hier vorne würde ich hier Waffen und so ein Kram machen. Hier vorne. Dann tue ich da nämlich erstmal die Sprengsachen rein. Und die ganzen Waffenteile, die ich gefunden habe. Die Waffengehäuse. So. Dann sind die weg. Und hier habe ich noch so eine Bodenbombe. Und in der Truhe daneben tue ich erstmal das Steinkohle-Ding rein, ne? Mhm. So. Haben wir denn schon wieder eine fertig? Hä? Dann kommt hier Krimskram. Achso, aber jetzt gleich. Da ist eine fertig. So. Jetzt achte ich extra drauf. Ja, wenn es nicht klappt, ist auch nicht so schlimm. Ja, sie muss ja. Dann kommt hier Essen. Jetzt hat es geklappt. So, da kriegen wir noch, wir kriegen aber noch 2 Truhen hier rein. Mhm.
Ich baue, glaube ich, noch. Eine baue ich, glaube ich, noch. Dann haben wir doch genug Platz. Dann kann man das alles mal ein bisschen sortieren. Klamotten können dann hier hinten rein, würde ich sagen. Da hast du schon mit angefangen. Sehr schön. Dann mache ich erstmal meinen Sabberlatz rein. Ich hätte doch eine Jacke mitgenommen, dachte ich. Dann hast du die wo genommen, ne? Die ist da drin. Eine rote hatte ich mitgenommen. Ich finde die hier nicht mehr bei mir. So. Oh, ist auch alles. Ist egal. Was ist das? Ein Tisch? Hier liegt ein Tisch. Ja, ich weiß nicht. Meine hat wieder einfach gemacht. Ich nehme ihn erstmal. So, die Falle kommt hier rein. Dann kommt neben den, bei den Klamotten oder daneben kommt dann das Nähzeug. Und ach, da hast du Essen. Essen kommt nachher unten in den Kühlschrank rein, ne? Wenn wir dann einen haben. Da kannst du, mach da das Nähzeug und so rein. Ja, mache ich jetzt gerade. Und ich packe auch das, warte mal, das brauche ich noch. Die Radpillen mache ich auch rein, die ich gefunden habe. Thunfisch, das würde ich, glaube ich, essen wegen, du weißt schon, Licht. Aha. So, mehr Truhen gibt's nicht. Ich brauche Holz. Eigentlich könnte ich jetzt mal nach der Luke gucken. Ich gehe mal nach Holz gucken, ne? Ich habe ja wieder ein bisschen Platz. Wie macht man denn eine Leiter? Wo machen wir das Metall rein? Da hast du doch bestimmt schon was, ne? Eine Leiter braucht drei Seile? Hilfe, Hilfe. Achso, ich habe dich gar nicht da gesehen. Hilfe, 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 Hilfe. Hier war das, glaube ich, drin, ne? Ja. Da kommt gutes Metall rein und das normale Metall kommt da auch erstmal rein. So. Ach, da mache ich den Tisch. Baue ich erst, lege ich erstmal hier rein. Das ist dann unsere neue Müllbox. Was ist hier oben drin? Ach, der Tisch kann damit rein. So. Das Holz kann raus. Leder. Und Stein kann raus. Weiche Kleidung. Steinkiste. Ah, hier ist noch einmal Stein. Macht das ordentlich, ja? Holzkiste. Ah, jetzt mache ich den Samen da mit rein. Ich habe meinen Samen mit reingemacht. Ich werfe dir noch welchen hin. Ja, gib mir deinen Samen. Hanfsamen, den werde ich gleich mal verteilen. Ja, pust mich erstmal hier weg. Ja. Oh, du hast aber ordentlich Hanfsamen. Waren eigentlich viel mehr. Dann habe ich sie stückweise verbraucht. So, ich habe deine Kästen wieder bepflanzt. Deine wunderschönen. Klingt leicht falsch. Wieso? Oh, hier ist ja auch noch was drin. Sesam, schließe dich. Ach, holt man jetzt schon wieder überall die Türen auf? Ja, ich bin doch hier oben. Ey, da muss ich so runtergehen. Wir sollten hier draußen noch eine kleine Truhe bauen für die Samen. Was hältst du davon? Kannst du? Die kann ich doch hier unten drunter stellen. Da sieht die keiner. Ich habe kein Holz. Ich hole neues. Ziehe ich die? Soll ich die falsch platzieren? Du musst noch so einen Bodenrahmen erst reinbauen, ne? Oh, das hat der gerade. Kannst du dich erinnern, wie wir beide uns damals. Wir haben uns gewundert, was, warum geht das nicht? Warum können wir die Luke nicht reinbauen? Und dann musste man so einen Bodenrahmen reinbauen und dann konnte man die Luke reinsetzen. Das werde ich nicht vergessen. Bodenrahmen. Der geht mit dem Blaubogen. Verstärken. Ah. Jetzt haben wir eine Luke.
Sehr schön. Spart ja auch Platz. So, ich habe noch einen Plan, das kommt zu Krimskram. Ach so, ich kann ja nebenbei die Truhe bauen für meinen Erz, wenn ich hier so ein bisschen rumfarme. Aber das wird alles gebraucht, das ist alles wichtig. Also nicht die Geduld verlieren, das muss man alles machen, wenn man bei Rast ist, ne? Und hier können wir es ja ungestört machen. Auf dem PvP-Server wären wir schon 35 Mal gestorben. Und hätten wahrscheinlich nach 10 Minuten aufgegeben. Weil es keinen Sinn macht. Ja, es gibt garantiert Leute, denen das richtig Spaß macht, so zu spielen, aber ich muss ehrlich sagen, mein Ding ist das nicht so. Soll ich hier oben noch ein Regal hinmachen? Mach doch. Was soll's, wir haben die Dinger. Ich fahre mir erstmal mein Inventar voll und dann komme ich wieder zurück. Das ist ja alles hier in der Nähe. Ja, das passt gut hier oben. Na gut, habe ich 2:4 gemacht. Schön die Bäume weghacken. Brandrodung hier. So. Jetzt brauche ich die. Jetzt hacken wir den Stein klein. Der gibt Schwefelerz, Metallerz, Metallerz. Hochwertiges Metall, ein einziger. Steine gibt's ordentlich. Wenn wir die Steintruhe voll haben, brauchen wir erstmal keine Steine mehr. Stein zu viel. Vielleicht reicht die Steintruhe auch halb voll. Dann machen wir halb Stein, halb Holz und. Aha, Pilz nehme ich mit. Pilz ist immer gut. Zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz. Ach, ich habe wieder einen Tisch aufgesammelt. Wo sammelst du denn die? Kackst du die aus? Ich weiß nicht, woher sie kriegen, aber ich hab sie. Da oben in der Mülltruhe ist Platz, wo die Regale drin waren. Da pack die Tische rein. Unten in die Stube muss auch nachher noch einer hin. Wie sieht denn das aus? Müssen bloß noch überlegen, wie wir das da alles machen. Aber ein Kühlschrank muss sein. Der Kühlschrank ist wichtig. Ich will einen Kühlschrank. Ich will. Und ich habe ja auch diesen komischen Verkaufsautomaten. Den können wir auch wieder bauen. Der müsste ja eigentlich noch da sein. Den habe ich ja extra mal gekauft. Jetzt wird es dunkel.